Wer ist die Nummer 10? Gerhard Fuchs. Niedergeschrieben, was es aus meinem Empfinden heraus zum Song gibt über Gott und die Welt. Trotzdem habe ich mich hingesetzt und extra für den heutigen Abend ein Gedicht verfasst. Ich habe es Brüssental genannt. Als Dichter oder stiller Denker frage ich mich nach der Menschheit Wahn. Die Selbstzerstörung wird zum Henker. Wer zieht uns wann den faulen Zahn? Gott greift nicht ein, das scheint erwiesen, was vielen ihren Glauben schwächt. Wird ihr als Schöpfer auch gepriesen, die Erde ist es, die sich rächt. Als Richter bin ich zu befangen, ich spreche kein Urteil allgemein. Auf Dichtkunst zwischen Hoffen, Bangen, lasse ich mich da schon eher ein. Oft ist es so, dass meine Stärke als Trumpf zwischen den Zeilen steht, der manchem Verse meinem Werke bisweilen auch den Sinn verdreht. Ich spiele so mit Blitzgedanken, die sich entwickeln nach und nach, auf einem Spielfeld ohne Schranken, nun liegt es lang schon nicht mehr brach. Geschrieben habe ich seit Jahren, seit 5 Jahrzehnten ganz genau, was dabei rauskommt, kann erfahren, ob junger Wald, ob Mann, ob Frau. Ich wollte es der Nachwelt hinterlassen, wer liest denn noch Gedichte heute? Romane müsste man verfassen, das wäre es wohl, was die Leute freut. Ich bitte euch dennoch, seid nicht kleinlich, es liegt hier mein Gedichtband aus. Verkäuflich sein ist mir fast peinlich, wenn nicht, vielleicht in diesem Haus. Schule geht bald wieder los, der Urlaub ist vorbei. Zeit für einen kurzen Rückblick. Deutscher Urlaub. Ein Mensch begibt sich auf die Reise, erholsam ist gar fest im Sinn, so eilt er in gewohnter Weise mit Kind und Kegel rasch dorthin. Das Rasch ist freilich übertrieben, da die Kolonne träge fließt. Doch ist er oft rasch stehen geblieben, damit er rasch sein Foto schießt. Was treibt der Mensch nur zu ermüden? Gibt es darauf noch einen Reim? Was drängt ihn eifrig Richtung Süden? Die Antwort, glaube ich, liegt daheim. Zu Hause wieder angekommen, schaut er um sich den Freundeskreis. Vom Urlaubseifer noch benommen, belegt er allen schwarz auf weiß. Da habe ich den und die getroffen und dort ein selten dummes Paar. Mit dem habe ich auf Du gesoffen, die kannten wir vom letzten Jahr. Das Wetter schließlich eine Hitze, das heißt, dass nur die Sonne schien. Und überhaupt war alles spitze, sogar die Heimfahrt über Wien. Jetzt müssen seine Freunde staunen. Das ist es, was der Mensch bezweckt. Denn nur durch neiderfülltes Raunen wird deutscher Urlaub erst perfekt. Wir sind da im Wettstreit miteinander. Jeder gibt sein Bestes und jeder möchte gewinnen. Ich genauso. Darum darf der Klassiker nicht fehlen aus den Anfängen meiner dichterischen Laufbahn. Ein Spiegel, ganz normal aus Glas, lag auf der Wiese, schlief im Gras. Er wachte, lachte, lachte mehr, lief einer Henne hinterher. Er zeugte mit ihr 1, 2, 3, das weltbekannte Spiegelei. Ein kurzer Spruch noch zwischendurch. Die Wanne. Wenn eine Wanne dann und wann nur könnte, was die Kanne kann, so wird die Wanne im Vertrauen die Kanne in die Pfanne hauen. Ich stelle mir noch mal kurz vor, ich bin der Gerhard Füchsel und ich habe ein Buch geschrieben, wie ihr schon gehört habt, mit dem Titel Der größte Dichter aller Zeiten.
Ach Gott, was habe ich schon geschrieben und tolle Gags zu Blatt gebracht. Für jene, die dich Kunst lieben, reimt sich zum Beispiel jetzt die 7 und kurz darauf sogar, habt 8. Ich schüttle aus dem Handgelenke zur Zeit Gedichte wie noch nie. Bevor ich geistig mich verrenke, schreibe ich ganz lässig, was ich denke. Und trotzdem wird es Poesie. Auf Zähne klappern oder beißen, auf Tod und Teufel, schwul, pervers, auf Bitten, Betteln oder Scheißen, wenn andere das Handtuch schmeißen, weiß ich noch immer einen Vers. Wir wollen nicht darüber streiten. Es steht mit Sicherheit schon fest. Ich hab's geschafft, ich bin um Weiten der größte Dichter aller Zeiten. Für Ausländer, I'm the best.